Guten Morgen, ihr lieben Nosy Rosies. Es ist Freitag, ich bin der Sven und da es noch so richtig früh ist, habe ich gerade nochmal einen Schluck Kaffee getrunken. Wenn ihr nicht wisst, wer wir sind oder warum ich jetzt hier sitze und euch was erzähle, ist es überhaupt gar kein Problem, denn heute stelle ich mich nochmal vor. Mit Special Guest. Und zwar ist dieser Special Guest die... Die Dunni ist am Telefon. Meine Güte, was für ein Zufall ist das denn hier? Surprise, surprise, darling. Dunni, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Und wie geht's dir? Ah, mir geht's auch ganz gut. Ich bin gerade eben erst aufgestanden. Guten Morgen. Guten Morgen. So, wir haben uns das folgendermaßen überlegt, weil ich gestern ganz viele Videos schon gedreht habe. Achso, ich habe da einen kleinen Rasierunfall gehabt, das ist aber ein bisschen doof gelaufen. Naja, ich lebe noch, kein Problem. Ja, ich habe gestern schon ganz viele Videos probiert abzudrehen und habe das ganz, ganz blöd gefunden, über mich da irgendwie alleine zu reden. Deshalb habe ich die Dunni hier mit ans Board geholt und die Dunni wird jetzt einfach mal ein bisschen mich was fragen und ja... Dann, Dunni? Ja, Sven, ich werde dir jetzt ein bisschen auf den Zahn fühlen. Doch, du bist bereit. Ich bin immer bereit. Gut. Dann möchte ich jetzt ein kleines Interview mit dir führen. Fangen wir mal mit einer kleinen Frage an. Hast du Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere. Ich hatte, beziehungsweise habe immer noch bei meinen Eltern einen Hund. Und das ist so das einzige Haustier, was ich, glaube ich, jemals besessen habe. Lass mich nochmal kurz nachdenken. Meine Oma hatte noch Katzen. Meine Oma hatte Katzen. Und zwar ist die eine Katze, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Meine Oma hat, als meine Mutter noch ein Kind war, eine Katze in Südtirol geklaut. Und zwar war das ja früher noch so mit Grenze und sowas und da hat die Oma die Katze einfach unter ihren bodenlangen Rock gesteckt, als sie über die Grenze gefahren sind und somit hat niemand die Katze entdeckt und seitdem ist diese Südtiroler Katze in Deutschland gewesen. Mittlerweile auch schon tot, aber... Ja, das ist kriminelle Energie in meiner Familie. Und welche Rasse ist dein Hund? Das ist ein Golden Retriever Schäferhund-Mix. Oh, Familienhund, ja? Ja, ja, sieht aus wie ein Schäferhund, hat aber Schlappohren. Und niedlich. Ja, das ist sehr niedlich. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Hier, das geht hier rund wie im Bahnhof. Ein Zug nach dem anderen. Aber schieß los. Okay. Ich hoffe, man versteht dich. Und nicht, dass die jetzt alle denken, ich bin ein bisschen bekloppt und rede mit meinem Telefon. Ach so, wenn ich lauter reden soll, sag Bescheid. Ich kann auch brüllen. Nee, ich glaube, so ist schon in Ordnung. Ich halte dich ziemlich nah ans Mikro. Ah, okay, gut. So, Name des Lieblingskuscheltieres. Oh, Name des Lieblingskuscheltieres ist die Robbe. Okay. Die Robbe, auch genannt Kugelseehund. Die Robbe Kugelseehund? Ja. Und zwar die Robbe Kugelseehund ist ganz fantastisch. Die Robbe Kugelseehund ist ungefähr so groß wie ein Gymnastikball. Auch so schwer? Nee. Also sie ist groß wie ein Gymnastikball und hat dann im Verhältnis eine sehr, 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 sehr kleine Schnauze und sehr, sehr kleine Flossen. Also eigentlich könnte man damit auch Fußball spielen. Also eine Robbe sieht aus wie eine Robbe mit starker Adipositas. Genau, ja, genau. Kugelseehund. Kugelseehund. Ja, und zwar heißt die Kugelseehund, weil das eben auf dem Preisschild stand. Oh. Ja. Ja, deiner Kreativität sind keine Grenzen. So, Schwenny, deine Schuhgröße bitte.
Meine Schuhgröße ist 45. 45? Ja. Ja, es ist für einen Mann eine sehr gute Schuhgröße, weil es da halt wirklich auch noch sehr coole Schuhe gibt. Ich finde, bei kleineren Größen gibt es dann nicht mehr so die coolen Schuhe und bei größeren Größen auch nicht. Und 45 ist immer da und immer cool. Ja. Ich bin ja auch groß. Ich bin ja fast 1,95. Also wenn ich da jetzt irgendwie mit Schuhgröße 38 kommen würde, würde ich wahrscheinlich vornüber kippen. Duni, wir sind live auf YouTube. Ich glaube, du kannst hier nicht Scheiße sagen. Ach so, ich würde bescheiden aussehen. oder sagst du, wir gehen jetzt mal, kommen wir mal weiter. Wie bist du zu The Nosy Rosy gekommen? Oh, ich bin zu The Nosy Rosy gekommen, weil ich die, ich muss mehr in die Kamera gucken, weil ich die Videos von Laura gesehen habe. Und fand die Videos von Laura sehr cool und habe das dann halt auch so ein bisschen ein angefangenes Projekt regelmäßig zu verfolgen und habe die ganze Zeit gedacht, hey, es wäre ja voll cool, wenn ich sowas auch irgendwie für Jungs auf die Beine stellen würde, vielleicht in Kooperation mit eben dem Nosy Rosy, und hatte aber irgendwie jetzt nicht so die Motivation, das einfach zu starten und zu gucken, wie das ankommt, wann ich irgendwann mal genauso viele Zuschauer habe wie den Nosy Rosy. Deshalb war ich da immer so ein bisschen eher zurückhaltend. Und irgendwann kam dann das Video, ich habe dann irgendwann mal einen Kommentar gepostet unter irgendein Video, wie es denn aussieht mit Jungs. Daraufhin hat mir ein Fan von euch geschrieben, hey, die Mine hat letztens nach einem Jungen gefragt. Und dann habe ich da eine Mail hingeschickt mit einem Bewerbungsvideo. Und dann habe ich so ein bisschen, dann kam ewig keine Antwort von den beteiligten Personen von The Nosy Rosy. Und dann habe ich tierischsten Terror gemacht bei allen Leuten, die ich irgendwie über Facebook stalken konnte. Und dann irgendwann kam, ja, herzlich willkommen, du bist an Bord. Das war jetzt dann im Januar. Ich glaube, in dem Weihnachtsspecial, Silvester-Special, habe ich schon meine Sequenzen mitgemacht und dann fest angefangen habe ich, glaube ich, Mitte Januar. Ja, du hattest für uns ja auch ein kleines Bewerbungsvideo gedreht. Genau. Ja, das weiß ich auch noch. Ja. Achso, ich bin übrigens. Bin 24 und ich bin Krankenpfleger, vielleicht auch nur so hier, um die allgemeinen Details abzustecken. Duni, bitte? Ja. Ja. deine Ticks und Macken. Meine Ticks und Macken. Was sind denn meine Ticks und Macken? Vielleicht ist ein Tick von mir, dass ich die Bücher nach Farben sortiere, wie ihr seht. Immer im Hintergrund, kennt ihr ja eigentlich alle schon. Ich finde das mega spießig, aber es ist so spießig, das ist schon wieder cool. Ja, aber wenn du, also ich filme immer nur die eine Wand von dem Regal, weil auf der anderen Seite des Regals haben wir mit der mit dem neuen Literaturlexikon was ziemlich Versautes gemacht. Und ich traute mich noch nie, es irgendwie zu YouTube zu bringen. Also wir haben da irgendwie, saßen wir hier und haben hier eine Party gefeiert und dann kamen wir auf die Idee, einfach mal das ABC dort umzugestalten, weil es eben kein ABC ist, sondern nur eine Aneinanderreihung verschiedener Buchstaben. Und ich werde das jetzt gerade mal einblenden. Auf unserem Regal steht Sperma-BBC. Okay, weiter. Duni, wir sind schon bei 9 Minuten 18. Ach, mein Schatz, die Zeit fliegt ja. Wie viele Partner hattest du schon? Wie viele Partner ich schon hatte? Lass mich mal kurz überlegen. Also Beziehungen. Ja. mit der jetzigen sind es 4. Also mit der jetzigen sind es 4 und ich bin ja auch jetzt schon 10 Jahre offen geoutet. Und zwar, ich glaube im September ist dann wirklich 10-jähriges Jubiläum zu meinem Coming-out. Das habe ich nämlich mit 14 vollzogen. Mhm.
Ja. Vier Beziehungen hatte ich in dieser Zeit. Vier Stück. Ist die jetzige. Ja. Zweieinhalb, ja, zwei, drei Vierteljahr, also fast drei. Bitte? Das verflixte dritte Jahr ist eher das ganz schön coole dritte Jahr, aber ja. Eben. Für Hobbys, ich gehe gern ins Theater, ich male, ich habe mal gemalt, male ich nicht mehr so, weil ich eben jetzt mit der Ausbildung fertig bin und überhaupt gar keine Zeit mehr für gar nichts habe. Ich sammle Hirsche, ich liebe Hirsche, hier steht jetzt gerade mal leider nirgendwo irgendeiner, den ich euch zeigen könnte. Ja, finde ich auch. Ich lese unglaublich viel. Also das Bücherregal wird immer voller und immer voller. Und ich gucke unglaublich gerne Serien. Also ich bin so ein richtiger Serienjunkie. Meine drei Lieblingsserien sind auf Platz 1 Pretty Little Liars. Pretty Little Liars ist von ABC Family, US-amerikanische Fernsehserie über vier Mädchen mit einem Mord oder auch nicht, man weiß es noch nicht so genau. Richtig super gemacht. Ich mag die Charaktere dort sehr gerne und auch wenn es irgendwie so eine Serie ist für 14 bis mit 20er Mädchen, ich finde es einfach nur richtig gut. Die zweite Serie ist New Girl. Ich finde Zooey Deschanel richtig, richtig gut. Auch schon in 500 Days of Summer war sie einfach eine Augenweide. Und New Girl trifft absolut meinen Humor. Das ist, also ich sitze hier und ich bin tot nach einer Folge, weil ich so viel lachen musste. Ja. Oh, New Girl, guck dir New Girl an. New Girl ist so lustig. Und Serie 3, die auch eigentlich so für immer Platz 1 in meinem Herzen behält, ist und bleibt Sex and the City. Also ich muss sagen, die Serie Sex and the City, unglaublich lustig, unglaublich spannend, aber die Filme waren scheiße. Ja, beide, vor allem der zweite. Der erste ist noch okay, aber der zweite war richtiger Müll. Duni, wir haben noch 3 Minuten. Meine Lieblingsbücher sind Plattenbaugefühle. Die Mitte der Welt war mein Lieblingsjugendbuch, ist immer noch mein Lieblingsbuch und was lese ich denn noch gerade? Die Krimis von Tess Gerritsen mit Detective Rizzoli und Gerichtsmedizinerin Eyes. Die sind sehr spannend. Genau. Ja. Meine größte Jugendsünde. Meine größte Jugendsünde ist, dass ich mir wirklich Tunnels gemacht habe in die Ohren. Finde ich mittlerweile ziemlich blöd. Und ich suche nach einem Schmuckstück, was nicht so auffällig ist. Ja, ich habe ja so ein dunkles Holz drin, aber naja, egal. Duni, jetzt müssen wir uns verabschieden, weil ich glaube, unser YouTube-Kanal gibt gar nicht mehr her. Und dann sagen wir jetzt mal Tschüss. Echt? Ach so, also wir sind genau jetzt bei 15 Minuten. Ne, bei 14, 21. Ja. Vielleicht finden die Fans das ja ganz lustig, vielleicht reden wir jetzt auch einfach noch eine halbe Stunde und es guckt niemand, das ist mir aber auch egal. In der Kürze liegt die Würze, die Kürze haben wir überschritten. Mein kürzestes Video war 2 Minuten 38. Da sind wir lange drüber.
Oh Gott, wenn meine Mutter das Video sieht und sieht, dass ich mit dem Löffel in der Tasse meinen Kaffee trinke, dann kriege ich das nächste Mal aber eine gescheuert. Meine Mutter hat nämlich immer... Nein, mach das nicht, damit kannst du dir deine Augen aufstechen. Genau, das sagt meine Mutter auch immer. Da hat sie auch vollkommen recht, aber da unterstütze ich deine Mutti. Okay. Lass du raus, Kaffee gut trinken. Ja, gut. Okay, dann würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns. Ich möchte gerade noch erstmal ein Danke an die Fans richten, dass ihr irgendwie bei allem, was wir bei YouTube so posten, irgendwie so voll rege teilnehmt. Das macht Spaß. Und einer YouTube-Zuschauerin möchte ich auch nochmal vielen Dank sagen für ihre ganzen Kommentare, die sich auch wirklich da in Diskussionen einbringt, auch ein bisschen was von sich selbst erzählt und von ihrer Ansicht. Und das ist der, die das Piro rocks. Vielen Dank für deine wirklich aufschlussreichen Kommentare. Immer wenn ich sie lese, freue ich mich sehr, sehr stark darüber. Dankeschön. Ja, das ist Wahnsinn. Also Piro rocks, das ist soweit vielleicht auch eine Sie, ist immer dabei und schreibt auch zu jedem Video und das ist echt klasse. Genau, aber wie gesagt, danke an euch alle und bleibt uns treu bei Facebook. Ich verlinke euch die Kontaktaufmöglichkeiten mit mir unten, das Facebook-Profil und so weiter und so fort. Und ganz demnächst wird es sogar ein Video von mir und Duni geben, wo wir nebeneinander sitzen und nicht nur ich mit meinem Telefon. Vielleicht sogar aufeinander. Vielleicht sitzen wir auch aufeinander, aber das kommt dann eher zu einer anderen Seite und nicht zu YouTube. Duni ist dran. Okay, Leute, das war lustig mit Duni. Das war lustig mit dir, Schwenny. Danke, Duni. Ich rufe dich gleich nochmal zurück. Mach das. Okay, bis dann. Ciao, Leute. Tschüss. So. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche Freitag. Mit einem neuen Wochenthema und bis dahin lasst es euch gut gehen, schönes Wochenende, auch wenn es regnet. Tschüss, euer Sven.